So Leute, kurzes Info-Video mit meinem coolen neuen Mikro, was ich ausgeliehen habe. Okay, ja. Die finale Rückrunden werden dann morgen um 18 Uhr erscheinen. Ja, und da gibt's dann voll coole, krasse Konterrunden. Die Previews schneide ich euch dann gleich mal hinterher, aber es gibt eine Sache, die ich euch unbedingt mal sagen soll. Und zwar, wir werden das User-Voting-System von der letzten Season übernehmen. In der Infocard und in der Beschreibung von der DVKB-Hinrunde und von danach die Rückrunde, beziehungsweise dann bei den Gegenrunden, gibt es dann quasi ein User-Voting-Video. Da könnt ihr dann voten. Mit dem Like supportet ihr halt die Hinrunde und mit dem Dislike supportet ihr die Rückrunde. Dementsprechend werden auch die Rückrunden eine ausgeschaltete Bewertung haben. Dementsprechend werden nur diese Videos, also diese User-Voting-Videos zur User-Vote-Bewertung hingezogen. Also, das ist mal ganz kurz gesagt zum User-Vote. Also, ich denke, das sollte klar sein. Und zwar, in der Infocard oder in der Beschreibung gibt es halt das User-Voting. Dann votet ihr halt mit dem Like für die Hinrunde und Dislike für die Rückrunde. So würde das zum Beispiel aussehen. Morgen 18 Uhr die Rückrunden. Sonntag kommt dann die Analyse von mir und Anaporia. Und ja, hier die Previews. Gönnt euch. Nach dir mit dir ein Team zu machen ist einfach heftig, denn neben dir rappe ich ja mindestens wie Eminem. Ach komm schon Mimikry, wie sollen wir nach dir denn das Wasser reichen? Der Typ will doch höchstens Monster Energy. Vom Beatspawn hab ich Ahnung und die Reime sind beste. Ey, wir sind Freunde, doch hier solltest du mich eigentlich betteln. Doch dieser Nacht, die schenkt Bigold einen pädophilen Blick und sagt, ey Martin ist so schwer, Leute nehmt auch lieber mich. Dick und doof ist veraltet, ey da hast du sogar recht gehabt. Doch für einen Obelix sind deine Punches doch dann echt zu schwach. Du sagst, es ist mir um Reim. Wenn Martin bei mir aufnimmt, denk ich mir nur, oh niemand. Und schnell kommen aus Verzweiflung wegen deinen Flow. Fehlen und ins Mic, nur schnellst du dann deine Kacke rein. Dann beschwerst auch ausgerechnet du dich über meinen Double Time. Boah, so ne Nachtjung ist schon Peinlichkeit genug, ey. Aber rap-technisch war sie das Highlight deiner Runde. Du beschwerst dich über meine Figur, was ich lustig find. Denn ihr seid hier die Magersucht, dies schaut mal, dass ihr zunehmt. Bitch, und das mit den Zahlen ist ja auch super geil. Wenn noch besser wäre, das sind voller Satz.